Hallo ihr Lieben, hier kommt der 7. Bericht aus dem Friedenscamp 2024 in Berlin. Immer noch am Lustgarten und wenn es gut läuft auch bis Ende des Jahres. Christoph hatte das angemeldet, wir haben uns dieses Wochenende nochmal hier getroffen. Der Gartenwiesel war jetzt auch dabei. Wie ist dein Eindruck jetzt im Moment? Ja, die derzeitigen Camp-Teilnehmer und Leiter und der Leiter, die sind sehr überlastet, weil Nachtwachen einfach ja, schwierig werden. Wir haben jetzt gesehen, dass die diverse Gruppen hier nicht mehr herkommen. Keine Ahnung warum. Eigentlich sind es nur 3-4 Leute, die tagsüber hier die Stellung halten und auch nachts. Und ja, es ist zurzeit sehr anstrengend für die Menschen, die hier sind. Wir haben Wasser, wir haben Verpflegung, es ist alles für alles gesorgt. Allerdings wäre es schön, wenn ihr euch aufraffen könntet und einfach mal mit eurem Wohnmobil oder mit einem Wohnwagen oder mit was auch immer hierher kämt. Wir haben den schönsten Campingplatz von ganz Berlin. Ihr könnt hier wirklich schauen, was ihr beitragen könnt im Camp. Ja, mit dem Thomas einfach reden. Der ist offen für alle Unterstützung. Vor allem, wir suchen jetzt gerade ein Mannschaftszelt, wo quasi bei Regen, der jetzt die nächsten Tage kommen soll, die Sachen alle geschützt werden. Also es geht jetzt gerade nur um Schutz. Und der Schutz soll hergestellt werden. Es ist ein bisschen Geld zusammengekommen. Wir brauchen natürlich auch finanzielle Unterstützung, um ein Zelt zu kaufen. Da legt jeder zusammen, der jetzt gerade hier ist. Es gibt Leute, die wirklich über ihre Grenzen gehen und herkommen und da über ihre Grenzen gehen, weil sie einfach besser woanders sein sollten. Und es sind tolle Leute im Camp. Der Zusammenhalt ist groß und wir haben hier einen guten Space, also gute Vibes. Und ganz viel Kundenkontakt, sage ich mal so. Ja, Leute, die einfach die Sache gut finden. Da ist einiges gekippt in der Gesellschaft, dass wir wirklich auch gut angenommen werden mit dem Thema Frieden. Gerade jetzt, wo im Libanon schon wieder Eskalation betrieben wird. Und die Menschen merken so langsam, oh, es wird eng, ja, weltweit, in ganz vielen Krisengebieten. Und dafür sind wir hier, dass wir ein Anlaufpunkt sind, um Gespräche über Frieden zu führen. Und das finde ich eigentlich unsere größte Aufgabe hier. Wir hatten eben eine kleine Gruppe von jungen Menschen nochmal, die dann fragen wollten, worum es hier geht. Und dann kam schnell das Thema, ja, Frieden schaffen ohne Waffen. Und man versteht natürlich, dass die andere Partei sich mit Waffen verteidigen muss oder will oder wie auch immer, dass wir das aber nicht toll finden, das verstehen die dann auch nicht so richtig. Also die Diskussion war leider schnell beendet. Man hätte vielleicht noch ein paar Sachen erklären können, damit man die Ansicht besser versteht. Ja, wer hat angefangen, wer sollte aufhören, da kann man sich viel drum streiten. Hier im Camp gibt es immer wieder mal so kleine Konflikte, aber da versucht man immer direkt das Ganze zu klären. Der Yannick ist immer noch an dem Stand außerhalb dieses Camps. Das wird im Moment so als Experiment gesehen. Also zwei Camps laufen jetzt separat. Aber ja, ob das jetzt zielführend ist, werden wir sehen. Gestern habe ich die Party nachgeholt, die ich vorgestern machen wollte, weil ich meinen Autoschlüssel verloren hatte. Und der war wirklich hier 20 Meter vom Camp hier auf der Wiese. Da habe ich den dann wieder gefunden, nachdem ich hier so einen kleinen Aufzug von der Straße gefilmt hatte. Und als ich zurückkam, habe ich genau auf den Schlüssel geguckt. Ja, meine Gebete wurden erhört. Ich hatte zwei Videos auf Telegram gepostet. Wenn ihr die sehen wollt, schaut einfach da vorbei. Will ich jetzt gar nicht hier weiter groß ausführen. Ich war sehr glücklich, dass ich jetzt auch wieder eigenständig nach Hause fahren kann. Sonst wäre es halt mit dem Zug gelaufen, hätte den Zweitschlüssel geholt. Ja, und es war ganz schön gestern Abend, auch wenn natürlich am Sonntagabend nicht viel los war. Das ging so bis 23:30, bis dann die Polizei kam und meinte, es hätten sich welche beschwert. War dann eh soweit Richtung Ende. Wir wollen natürlich keinen stören hier. Es ist ein Friedenscamp und kein Störcamp und kein Denunziantencamp.
Ich kann es auch verstehen bei den Anwohnern hier, es läuft die ganze Zeit irgendwo Musik, Straßenmusiker sind unterwegs, ständig irgendwo Krach. Ob das hier jetzt wirklich so laut war und wer sich da beschwert hat, weiß ich nicht. An der Stelle, dann tut es mir leid, aber diejenigen können trotzdem auch gerne vorbeikommen und sagen, hier, das passt mir nicht oder das stört mich, könnt ihr da irgendwas machen. Kommunikation, ganz wichtig. Gestern kam ein Restaurantbetreiber von hier drüben, der drei Restaurants wohl betreibt, und hat dafür gesorgt, dass uns Pizza und Salat gebracht wurde, vom Feinsten. Und ich möchte, wenn ich nächstes Mal hier bin, mal darüber und ihn nach seiner Ansicht fragen und wie er hier drauf aufmerksam geworden ist. Weil wenn er sowas macht, dann muss er das ja schon irgendwie befürworten. Ansonsten, das Wetter war wirklich super dieses Wochenende. Man sieht's an der Kleidung. Wer weiß, ob wir es nochmal so erleben dieses Jahr. Das kann immer wieder mal vorkommen. Das Klima wandelt sich jede Woche, manchmal auch von heute auf morgen. Und dann sind 10, 15 Grad Unterschied dann mal schnell erreicht. Speziell ist wirklich meine Einladung. Kommt her, unterstützt die Leute. Ja, und fragt vielleicht vorher bei denen an, was gebraucht wird. Ja, und weil es ist wirklich, es ist spitz auf Knopf. Ja, es ist wirklich dringend, dass hier ein großes Zelt herkommt, das wetterfest ist. Ja, jetzt soll die nächsten Tage soll's regnen, bei mir zu Hause regnet es schon. Ich fahre jetzt wieder nach Hause, ich kann lange Zeit jetzt erstmal nicht kommen. Und ja, es braucht Unterstützung und da braucht es euch. Wir haben noch einen Gast hier, der schon länger dabei ist. Gartenwiesel hat ihn auf einer Gerichtsverhandlung kennengelernt. Dem geht's wirklich schlecht. Er sitzt im Rollstuhl. Was heißt sitzen? Er ist quasi da dran wie gefesselt, gebunden. Ich werde mit ihm auch noch einen extra Beitrag machen und ihm einfach mal erzählen lassen, was er so erlebt hat. Und dann hoffe ich, dass ihm jemand helfen kann. Wir können nicht jedem helfen, aber wenn ich so die Nachricht raussenden kann, dann mache ich das. Das seht ihr dann demnächst. Ja, ich versuche am 3. Oktober nochmal hier zu sein, weil dann auch wieder eine große Demonstration ist. Ansonsten bin ich eh irgendwann die nächsten ein, zwei Wochen wieder hier, so wie es zeitlich eben geht. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier oder woanders. Kommt ins Friedenscamp. Peace.